Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Pokémon Go mit Chaos Lady. Ich begrüße euch mit einem Machoke. Sehr selten, sieht man nicht oft. Ich glaube, das ist jetzt mein zweites in Kiel. Ich habe leider noch kein Machomai. Machomai wäre Platz 15 in der WP-Rangliste. Seine beste Angriffsattacke wäre Karateschlag und Kreuzhieb. Also ja, da muss ich noch ein bisschen sparen. Wenn ich eins hätte, würde mich sehr interessieren, wie sich ein Machomai gegen ein Knuddeluff oder Pixie schlägt. Als nächstes kommt ein Ei, ein 5-Kilometer-Ei. Owei, sehr gut. Aus Owei wird Kokowei, ist Platz 13 in der WP-Liste, kann nämlich 2916 WP erreichen. Das ist richtig gut. Wenn man die Angriffsattacke Send Kopfstoß und Solarstrahl hat und wäre jetzt das beste Moveset und als Verteidigung Konfusion und Psychokinese. Als Tipp, Kokowei nie gegen Käfer antreten lassen. Macht nämlich doppelten Schaden. Da wir gerade bei Quapuzzi sind, Quapu ist auf Platz 34 in der WP-Liste und kann 2441 WP erreichen. Als nächstes kommt noch ein Ei. In diesem Ei befindet sich Sepa. Sepa ist auf Platz 61. Ne, nicht Sepa. Semon ist auf Platz 61. Wenn man die zweite Generation sich anschaut, dann könnte Setra King auf Platz 64 sein und 2424 WP erreichen. Als nächstes möchte ich mit euch mal ein Arena-Training ganz genau analysieren. Und zwar, laut Internetrecherche bekommt man ja, wenn das Angreifer-Pokémon 50% weniger WP hat als der Verteidiger, dann soll man 1000 Punkte bekommen. Wenn das Pokémon einfach nur etwas schwächer oder gleiche WP hat, dann nur 500 Punkte. Also, legen wir los mit dem ersten Kampf. Aquana gegen Flamara. Aquana hat 1879 WP. 50% davon wären 939 WP. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Kampf hier mit 500 Punkte gewertet wird. Der zweite Kampf. Pinsir 1887. Wenn ich mit einem 50% schwächeres Pokémon angreifen wollte, müsste ich 943 WP einsetzen. Deswegen gehe ich davon aus, dass dieser Kampf auch mit 500 Punkte gewertet worden ist. Der dritte Kampf ist gegen Aquana 2064. 50% davon wären 1032 WP. Deswegen glaube ich, auch dieser Kampf wird nur mit 500 Punkte gewertet. Der vierte Kampf gegen Rizeros 2512 ist schwierig zu sagen. Wie man sieht, ich habe Parasect eingesetzt, Aquana, Flamara, Aquana. Eigentlich alle, die noch gerade noch übrig gewesen sind. 50% wäre ja 1256. Deswegen gehe ich von 500 Punkte aus. Auswertung, also am Ende, glaube ich, dass drei Kämpfe mit 1000 Punkte bewertet worden sind. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich für den Kampf 1000 gekriegt habe. Hier jetzt der fünfte Kampf, Garados, 2661 WP. 50% wäre 1330 WP. Würde ich eventuell mit 1000 Punkte werten, wenn ich davon ausgehe, dass das erste Aquana nicht zählt, sondern nur dieses Electic jetzt. Weil Electic macht ja jetzt dieses Garados kalt. Und es hat nur 1232 WP. Der sechste Kampf. Garados 2839 WP.
50% wäre 1414. Auch hier hätte ich jetzt 500 Punkte selbst gewertet. Um euch nicht weiter auf die Folter zu spannen, dieser Kampf geht mit 4803 Punkte aus. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.